Was macht Elinva? Einmal der Überblick, wir sind die Digitalisierungsplattform für Vermögensverwalter. Und das, was uns halt besonders unterscheidet, ist, wir sind ab Tag 1 genau nur dafür gebaut. Das heißt, unsere Zielgruppe sind Vermögensverwalter und Privatbanken. Und wir haben klassischerweise zwei Ansätze, wie wir zusammenarbeiten. Das eine ist, dass der Partner sagt, er hätte gerne ein digitales Angebot, sprich das, was wir heute Morgen Scalable und Co. vorgestellt haben. Wenn Sie sowas auch haben wollen, können Sie das über unsere Plattform sehr einfach abbilden. Mit einem wesentlichen Unterschied, bei uns tatsächlich Ihre Anlageexpertise, Ihre Anlagestrategie und das, was Sie Ihren Kunden versprechen, auch abgebildet und entsprechend digital. Der zweite Ansatz ist, wenn Sie sagen, okay, ich habe aus der Digitalisierung heraus nicht nur das Thema, dass ich gerne digitale Antragsstrecke hätte, gerne einen digitalen Zugang hätte, mir geht es auch nicht nur darum, dass ich jetzt ein günstigeres Mindesteinstiegsvolumen habe, sondern Sie wollen auch tatsächlich Ihr Gesamtgeschäft digitalisieren, um zum Beispiel in der Lage zu sein, das, was der Kunde in der Geeignetheitsprüfung sagt, mit dem Portfolio-Management analytisch besser zu verbinden und herauszufinden, wie Sie da weitere Optimierungen stattfinden lassen können. Wird gleich ein bisschen anfassbarer. Ich stelle es mal eins weiter vor. Ganz wichtig ist, wir machen eben halt auch nur B2B2C, wie es so schön heißt. Das heißt, wir arbeiten nur mit Partnern wie Ihnen zusammen. Wir haben kein eigenes Angebot, garantieren das auch, werden das auch nicht haben. Und das betone ich so, wir sind trotzdem voll lizenzierter Finanzportfolioverwalter. Warum? Nicht, weil wir Ihnen Konkurrenz machen wollen, sondern weil das den Vorteil bietet, dass wir neben der Technik auch die regulatorische Verantwortung für die Funktionalität der Technik haben und die für Sie übernehmen können. Wie Sie wissen, wenn man in dem Bereich tätig ist, dann redet man immer über wesentliche Auslagerung. Und wesentliche Auslagerung ist es halt vom deutlichen Vorteil, wenn man das zusammen macht mit einem Partner, der selber lizenziert ist. Das ist genau unser Ansatz. Damit skalieren wir Technik zu Ihren Gunsten. Sie profitieren davon, eine sehr, sehr leistungsfähige Plattform zu haben, entsprechend günstig zu sein, entsprechend funktional zu sein, aber gleichzeitig keine Konkurrenz einzukaufen, sondern ein Partner, der für Sie alles übernimmt, aber der vor allen Dingen für Sie da ist. Damit das Ganze funktioniert, ist uns natürlich bewusst, Sie wollen sich von Ihren Wettbewerbern unterscheiden und nach unserer Wahrnehmung sind das drei wesentliche Bereiche, wo Sie das tun. Das eine ist Ihre Marke und dabei war Marke nicht nur aufs Logo bezogen, sondern tatsächlich auch die handelnde Person, die Art und Weise, wie Sie sich präsentieren, Ihre eigene Historie, also alles, was Ihren Marktauftritt ausmacht. Das zweite ist Ihre eigene Anlageexpertise, sei es, dass Sie in einer bestimmten Nische richtig stark sind, Einzeltitelselektion richtig stark sind, Länderselektion richtig stark sind, was auch immer Ihre spezielle Anlageexpertise ist. Das ist definitiv ein Teil, wo Sie sich unterscheiden von anderen. Und das dritte sind Ihre Inhalte. Das heißt, ob Sie eher emotional kommunizieren, ob Sie eher sachlich kommunizieren, wie Sie mit Ihren Anlegern kommunizieren. Und in den drei Bereichen ist unsere Plattform auch komplett individualisierbar. In anderen Bereichen skalieren wir für Sie, aber in den drei Bereichen haben Sie maximale Individualisierung. Wie sieht das Ganze dann aus? Wir bilden einmal die komplette Wertschöpfungskette ab, darum vollumfänglich, die in der Vermögensverwaltung notwendig ist. Das heißt, von dem Moment, dass der Kunde Kunde wird, also die komplette Onboarding-Strecke, alle regulatorisch notwendigen Themen in dem Bereich, die Geeignetheitsprüfung, alle Vertragswerke, die Eröffnung der depotführenden Bank, da muss man sagen, da ist es einfach von Vorteil, dass Bader zum Beispiel das auch wirklich richtig gut kann und digital auch die Eröffnung zulässt. Das greift Hand in Hand, das heißt, Vermögensverwaltungsvertrag und Konto und Depot bei Bader werden parallel eröffnet. Dann geht es weiter mit dem Portfolio-Management. Da haben Sie ein entsprechendes Portal zur Verfügung, wo Sie dann die Portfolio managen können. Das können Sie komplett diskretionär, das können Sie regelbasiert, das können wir jeweils abbilden. Dann geht es weiter in das gesamte Order-Management. Das heißt auch da wieder die Anbindung zur depotführenden Bank, dass auch Orders, die Sie auslösen, entsprechend automatisiert umgesetzt werden. Es erfolgt eine Nach-Order-Kontrolle, wo wir über eine neutrale Marktkursversorgung nochmal schauen, zu welchen Preisen ausgelöst wurde und ob das auch passt oder dass auch da alle regulatorischen Pflichten umgesetzt sind. Und dann geht es ins Reporting rein, wo der Kunde ein komplettes Portal zur Verfügung hat unter Ihrem Auftritt, Ihrer Marke und Sie auch wirklich die digitale Schnittstelle zum Kunden besetzen. Um Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, das ist jetzt ein Beispiel, die Banco Classico gibt es nicht. Der Kunde kann sozusagen eine Seite erhalten in Ihrem Look and Feel, kann sich da informieren. Sie können auch genauso mit dem Kunden sozusagen im persönlichen Gespräch da durchgehen. In jedem Fall erfährt der Kunde, warum er bei Ihnen Kunde werden sollte. Geht dann weiter und geht ins Onboarding rein. Das ist hier auch das neutrale Beispiel. Also, ja, genau. Noch nicht, stopp bitte.
geht ins Onboarding rein und kriegt da sozusagen einmal durch MiFID alles entsprechend durch, um Ihnen ein Gefühl zu geben. Das Ganze ist halt sehr individualisiert. Wir haben gerade auch im Durchflippen, das können wir im Nachgang gerne auch nochmal ausführlicher zeigen, haben Sie auch die Coming-Soon-Page von Warburg gesehen. Warburg ist der Lead-Kunde, den wir bisher schon kommuniziert haben. Die weiteren werden wir jetzt die nächsten Lead-Kunden werden wir in den nächsten Wochen kommunizieren. Warburg setzt zum Beispiel ein komplett neues digitales Angebot um über unsere Plattform. Es ist die Warburg-Anlageexpertise, es ist nach der Warburg-Außenauftritt, aber dahinter die technologische Plattform, das sind wir. Und hier deshalb auch das Zitat der Kollegen sozusagen, warum die sich für uns entschieden haben. Und wir begrüßen Sie alle sozusagen bei der gleichen Entscheidung. Und was ich halt auch gerne nochmal betonen würde, warum können wir das so individualisiert? Weil halt neben dem, was der Kunde sieht, Sie auch das Vermögensverwalterportal haben. Das heißt, da sehen Sie, können Sie Ihre Portfolien managen, da sehen Sie alle Kunden. Also Sie haben hier auch die Übersicht quasi, die der Kunde auch hat, sodass, wenn der Kunde anruft, Sie das entsprechend auch gespiegelt haben. Da sind alle Unterlagen drin. Da haben Sie auch dann zum Beispiel sowas wie die Whitelist, die am Ende nichts anderes ist, wie die Abbildung Ihres Neuproduktprozesses, welche Papiere sind überhaupt in der Selektion möglich, und haben damit die Möglichkeit, wirklich sozusagen vollumfänglich Ihre Expertise umzusetzen. Darüber läuft auch die Kommunikation mit Kunden. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Element. Wir sind fest davon überzeugt, Sie wollen ja mit Kunden sozusagen auch regelmäßigen Kontakt haben. Sie können dabei Kunden selektieren nach, wo sie investiert sind. Sie können danach selektieren, in welchen Regionen sie leben oder nach anderen Funktionen auch, und können da sehr zielgerichtet Kunden dann sozusagen und Anlegern Kommunikation zukommen lassen zu dem, was sie tun, und damit auch da digital das Persönliche rüberbringen, was sie ja ausmacht. Was ich ganz wichtig finde, und das gerne noch für Sie von der Überlegung her, überlegen Sie sich nicht nur, wie Sie jetzt endlich auch mal ein Online-Portal bekommen können. Das ist so der Gedanke, der mir häufig begegnet. Hallo, wir hätten gerne ein Online-Portal. Das greift zu kurz. Es wird sich nie wieder so, die Zeiten werden sich nie wieder so schnell ändern wie heute. So langsam ändern wie heute. Und deshalb ist es vor allen Dingen wichtig, und darüber sollten Sie nachdenken, wie bleiben Sie adaptionsfähig? Das heißt, wer ist der richtige technologische Partner, der Sie nicht nur dabei begleitet, dass Sie jetzt online mal einen Vertrag abschließen können, sondern der Ihnen auch dabei hilft, wenn es in Zukunft heißt, wie gehe ich eigentlich mit Voice um, also sowas wie Anbindung Alexa, wenn es darum geht, neue regulatorische Anforderungen umzusetzen, die mit Sicherheit kommen werden. Also ich bin unter anderem auch im Beirat des Finanzministeriums. Ich kann Ihnen versprechen, das hört nicht auf mit der Regulatorik. Das heißt, Sie sollten sich überlegen, wer ist der Partner, der Sie nachhaltig, dauerhaft, erfolgreich begleitet. Und genau darauf sind wir aufgestellt. Wir haben eine Microservice-Architektur, die uns in die Lage versetzt, tatsächlich für Sie immer die jeweils passenden Services umzusetzen, sei es neue Kommunikationskanäle, sei es neue Vorschriften, sei es neue Identifizierungsanbieter. Es gibt gerade alleine drei große Initiativen in Deutschland, die sich damit beschäftigen, Kunden die digitale Identifikation zu vereinfachen. Sobald sich da jemand durchsetzt, können wir die entsprechend anbinden. Das heißt, die entsprechend flexible Struktur, und wer ist da für Sie der richtige Partner? Warum sind wir das? Neben der Technik, das sind die drei Gründer, neben mir gibt es noch Marco Neuhaus und Sebastian Böttner. Wir ergänzen uns dabei grob, ich kümmere mich um Strategie und Kunden. Ich mache das seit 20 Jahren, ursprünglich mal bei der Deutschen Bank, dann lange bei einer Berliner Privatbank und jetzt bei Ellenwahr. Marco war im globalen Anlagekomitee von Talanx Asset Management zuständig für alle Outsourcing-Mandate, dementsprechend stark darin zu gucken, welche Strategie wir für Sie umsetzen sollen und wie Ihre aussieht, damit auch sicher das, was wir tun, für Sie funktioniert. Und Sebastian hat unter anderem für JP Morgan und die UBS Handels- und Pricing-System entwickelt. Der kümmert sich bei uns um die Technik. Dabei werden wir unterstützt von einem Team, was ganz klar auf Tech fokussiert ist, weil das ist das, was wir für Sie als Mehrwert reinbringen. 70% unserer Kollegen sind im Technologiebereich. Um Ihnen mal ein Gefühl zu geben, da unten links, die 47 Sprachen sind inklusive der technologischen Sprachen, ich sage mal so gern Java statt Französisch, und davon sind von den 47 sind es 34, sind auch tatsächlich technologische Sprachen. Hinter uns stehen auch entsprechend starke Investoren, weil aus unserer Sicht ist das für Sie wichtig, wenn Sie so eng mit einem Partner zusammenarbeiten, wollen Sie einen langfristigen Partner. Bei uns ist unter anderem Talanx Asset Management mit 37,5% beteiligt. Das heißt, auch eine Beteiligung, die einfach ein langfristiges Commitment ausdrückt. Wir haben von Beginn an gesagt, wir wollen als Gründer sozusagen akzeptieren, dass wir auf ein paar Anteile verzichten und im Gegenzug eine Partnerschaft haben, die Ihnen deutlich macht, dass die Company nachhaltig aufgestellt ist. Ich glaube, das ist uns damit ganz gut gelungen. Und freue mich auf den weiteren Austausch. Und in diesem Sinne, ich glaube, ziemlich genau in der Zeit, wir glauben, die besten Lösungen entstehen in Partnerschaft. Ihre Expertise, unsere Technologie, lassen wir uns gemeinsam Erfolge feiern.